Die Klasse der Linke tritt für eine gemeinsame Schule für alle Schülerinnen und Schüler ein, ein gemeinsames Lernen für alle. Natürlich geht unsere Kritik am deutschen Schulsystem damit über die kommunale Ebene hinauf. Unsere kommunalpolitische Position bemisst sich aber ebenfalls an diesem Ziel. Also ist auch eine Bewertung des Schulentwicklungsplans der Stadt Kassel unter anderem an diesem Ziel zu messen. Mit unserer Position stehen wir, so scheint es zumindest, auf Bundes- und Landesebene nicht allein. Die Programme von SPD und Grünen sehen zumindest auf dem Papier und trotz wichtiger Unterschiede eine ähnliche Richtung vor. Kein Wunder, engeres gemeinsames Lernen ist in breiten Teilen der Gesellschaft eine selbstverständliche Forderung geworden. Doch wie verhält es sich mit dieser Stoßrichtung im Entwurf des Schulentwicklungsplans der Stadt Kassel, in dem bekanntermaßen SPD und Grüne den Ton angeben? Nachdem die Gesamtschullandschaft in Kassel durch die Schließung der Josef-von-Eichendorff-Schule geschwächt wurde, läge es nahe, dieser Schulform bei der Planung der zukünftigen Schulentwicklung einen besonders hohen Stellenwert einzuräumen. Wissen wir doch, dass bereits der Versuch zur Einführung von Gesamtschulen in den 70er Jahren an der halbherzigen Umsetzung gescheitert ist. Nur wenn alle Schülerinnen und Schüler in diesen Prozess eingebunden werden, kann die Gesamtschule gelingen. Bleibt jedoch nebenher die Dreigliedrigkeit erhalten, werden Gesamtschulen nur die Reste aufnehmen, die für die Gymnasien angeblich nicht geeignet sind. Im vorliegenden Entwurf des Schulentwicklungsplans, also der schulpolitischen Planungsgrundlage der Stadt Kassel, findet sich jedoch in dieser Richtung kein Ansatz. Wir teilen hier nicht die positive Sicht von Frau Jannes. Der Plan verbleibt bei der Verwaltung der bisherigen Strukturen stehen, kein Gramm Aufbruch zu einer gerechteren Schullandschaft, die in der Lage wäre, die Zukunftschancen unserer Schülerinnen und Schüler aus der Abhängigkeit vom Elternhaus zu befreien. Kleinschrittige Veränderungen, die im Plan angedeutet werden, beziehen sich ausschließlich auf absolut dringend notwendige Rettungsaktionen, um das Schulsystem von dem durch steigende Schülerinnenzahlen verursachten Kollaps zu retten. Natürlich brauchen wir mehr Grundschulplätze. Natürlich mag dafür ein neuer Zuschnitt der Grundschulbezirke notwendig sein, aber das reicht bei weitem nicht aus. Der Kasseler Linken fehlt in diesem Entwurf ein mutiger Ansatz zur Umgestaltung der im hohen Maße ungerechten Schullandschaft. Dafür sind auch auf kommunaler Ebene Möglichkeiten gegeben. Den Entwurf durchzieht vielmehr in seiner Halbherzigkeit der Geist des vorauseilenden Gehorsams gegenüber der Landesregierung. Ein Schulentwicklungsplan, der nicht an entscheidenden Stellen den Widerspruch des schwarz-grün geführten Regierungspräsidiums hervorruft, kann nicht progressiv sein und geht nicht einmal im Versuch über die Verwaltung des Vorgefundenen hinaus. Wir werden in dieser Debatte auf einzelne Aspekte der Vorlage noch genauer eingehen. Die Kasseler Linke hat im Vorfeld der heutigen Debatte ihre Kritik an einzelnen Punkten deutlich gemacht. Unsere Kritik knüpft an die Proteste an, die im vergangenen Jahr Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnenverbände und den Stadtelternbeirat auf den Plan gerufen haben. Wir hatten im Herbst 2017 seit vielen Jahren wieder einmal einen einhändigen Protest der Betroffenen. Dabei ist der Zustand der Kasseler Schulgebäude zentraler Anschluss des Protests. Schülerinnen, Kolleginnen und Kollegen und Eltern machten deutlich, dass in Kassel trotz der lange überfälligen Bundes- und Landesmittel zu wenig in die Schulgebäude investiert wird. Das aktuelle Beispiel der Reuterschule zeigt, dass während der Sanierungsmaßnahmen Komplikationen auftreten können, die die Sanierung erheblich verteuern. Diesem Umstand muss Rechnung getragen werden. Der Beantragung eines Berichts im Ausschuss und eines Sicherungskonzepts werden wir zustimmen. Das Dach der offenen Schule Waldau, das nach Jahren des Reinregnens und der Behinderung von Unterricht nun endlich repariert werden kann, ist nur ein Vorzeichen dessen, was bei der Sanierung der Schulgebäude, vor allem der Kasseler Gesamtschulen, auf uns zukommt. Diese sind allesamt Gebäude der 70er Jahre und entsprechen damit in etwa dem baulichen Zustand des maroden Hauptgebäudes der USW. Und natürlich hängt, Frau Jannes, die Finanzierung der Infrastruktur untrennbar mit der Schulentwicklung zusammen. Die Stadt Kassel kann sich also in ihrer Schulentwicklung keine Reduzierung auf die notwendigsten Ausbauten, etwa im Bereich der Grundschulen, leisten. Auch hier lässt sich jedoch kritisieren, dass der Umbau etwa der Lückertschule in eine Grundschule einerseits ein bewährtes, gut funktionierendes Förderschulsystem gefährdet, andererseits die Klassenräume für den Betrieb einer Grundschule zu klein und die Raumaufteilung ungünstig sind. Dies wurde in vielen Gesprächen mit der dortigen Schulgemeinde deutlich. Es gibt also aus der Sicht der Kasseler Linken sowohl grundlegende schulpolitische als auch sehr konkrete Gründe, die uns dazu bringen, diesen Entwurf
der mit Schulentwicklung im fortschrittlichen Sinne nichts zu tun hat, abzulehnen.